herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Essen Motor Show 22. Letzte Video, es tut uns leid, bin ich voll und ganz bei euch. Wir haben ein bisschen zu viel mein Gesicht gefilmt, zu wenig das Auto gezeigt. War keine Absicht, also ja, war Absicht, weil der Akku von unserem Rekorder war leer. Das heißt, wir mussten das Mikrofon da oben drauf nutzen und deswegen wollte ich möglichst nah an der Kamera sein, damit ihr uns versteht. Der Ton war auch gut. Was allerdings nicht geplant war, ist, dass so wenig Inserts am Ende in das Video reingelegt wurden, dass ihr so wenig gesehen habt. Jetzt gehen die Rekorder wieder, jetzt geht es weiter auf der Essen Motor Show. Als kleine Wiedergutmachung kriegt ihr jetzt gleich als allererstes ein Pörnchen, weil, ich habe ja gesagt, wir wollen ein paar Fahrzeuge vorstellen. Und hinter uns ist ein Kollege, den will ich schon ganz lange vorstellen. Das Gerät war aber noch nicht fertig, weil das ist ein Dreizylinder, Zweitakt-Roller für die Viertelmeile. Let's go! So, da haben wir die passende Person auch schon. Ich habe gesagt, wir sind ja schon seit Ewigkeiten in Kontakt. Richtig. Das Gerät mal vorzustellen. Genau. Sieht live auf jeden Fall schon mal viel, viel, viel größer und krasser aus, als ich dachte. Also es geht nicht hier um den kleinen Bruder. Da könnte ich gefühlt Fritz draufsetzen, aber der wird einfach hinten runterfliegen. sondern nee, geht um das große Gerät hier. Stell dich mal vor, wie kommt es, dass du auf der ersten Motorshow hier bist? Ja, wie kommt es? Ziemlich spontan sind wir hier oder haben die Möglichkeit bekommen, hier auszustellen über die SIHA. Über ein benachbartes Rennteam und ja, die haben mich angerufen und haben mich angeschrieben. Dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir das, nehme ich Challenge an, auf die Essen Motor Show auszustellen, genau. Okay. Das heißt, hat das jetzt hier irgendwas damit zu tun, was du beruflich machst oder ist das wirklich für dich nur ein reines Rennteam, nur Spaß und Hobby? Das ist nur Hobby und Rennteam, genau. Beruflich bin ich Projektmanager. Dafür sieht es aber ziemlich professionell aus. Ja, also ich mache es 20 Jahre. Also der steht eigentlich auch nur da, um zu zeigen, wie es vor 20 Jahren mal angefangen hat. Mhm. Genau. Das heißt, es hat alles mal angefangen, Einzylinder, Roller, Drag Race. Genau, richtig, mit 14 Jahren. Ist das eine Szene in Deutschland? Ja, definitiv. Immer noch oder war das früher mehr? Ja, früher mehr, ist ein bisschen weniger geworden, aber es soll wieder kommen. Ja. Krass. Okay. Aber gibt es da irgendwelche Klassen, also bis Kubik, die man fahren darf? Also es gibt Klassen bis 70 Kubik, bis 100 Kubik und dann werden die unterteilt in Sport, in Midrace, mit Lachgas, ohne Lachgas und. Also genau. Krass. Okay. Und das ist dann welche Klasse? Open Sport Index heißt die Klasse, so wie sie in Holland gefahren wird. Da die letzten zwei Jahre in Deutschland nicht ganz so viel lief, haben wir uns da mehr auf Holland konzentriert und sind da erfolgreich auch mitgefahren. Genau. Das heißt Leistung? 26 PS aus 86 Kubik. Human gemacht, weil der Junge einfach nicht schrauben will. Ne? Sehr human gemacht, wirklich. Also sehr für das kleine Ding hier? Jetzt aber nicht vergessen, human gemacht das gleiche, wie mein Roller so ungefähr hat mit 100 Kubik mehr. Ja, kannst du so sagen. Also wenn du den ausreizen würdest, könnte man, schätze ich, bis über 40 PS mitgehen. Aber du müsstest du dem fast nach jedem Lauf neue Kolbenringe verpassen, nach jedem Wochenende Lager neu machen. Mit 26 PS, was fährt so ein Ding dann? Also fahrt ihr die Viertelmeile? Nee, ihr fahrt Achtelmeile oder noch Der Meter? Kleine fährt 150 Meter. 150, genau. Also noch weniger als eine Achtelmeile. Genau. Da macht ihr so mit dem leichten Fahrer drauf, also 6,5, 6, 7, 6, 8 Sekunden, also genau. Was ist da so eine Referenz zum Beispiel, wenn wir jetzt, keine Ahnung, ist jetzt schwer ein Auto als Vergleich zu nehmen, aber um den Zuschauern das so ein bisschen zu zeigen, angenommen wir nehmen der S1000, ein aktuelles Motorrad oder so. Kommt untenrum nicht mit. Ist wirklich langsamer auf diesen 150 Meter. Kommt, also weil untenrum die Vario auch einfach sofort eingreift und die auf seinen Drehzahlen ist. Ne? Ist die Leistung sofort da und der kommt nicht mit. Und natürlich auch die Schwerpunkt und wie das Ganze aufgebaut ist. Genau, richtig. Der kann einfach auf Gas bleiben und fahren. Also, hat keine Schaltunterbrechung oder dergleichen, also da ist... Geht direkt die Post an. So, dann hast du dir überlegt, jetzt bauen wir mal einen richtigen. Genau, es kam halt von Jahr zu Jahr immer mehr. Hallo. Das ist Roman bei uns aus dem Team, der ist mein Chefmechaniker mehr oder weniger, wo ich mich blind drauf verlassen kann. Und ja. Für mich hat das Ding schon eher sowas von Snowmobil. Weißt du, das ist ein Stehmobil. Es ist irgendwie so, sieht so riesig krass breit aus. Ja, es ist ein Stehmobil-Motor, den wir dann, mühevoll an einem Hayabusa-Getriebe rangefahren haben mit der Rutschkupplung. Okay, das heißt, die drei Zylinder nebeneinander gibt es so in den Schnellen? Genau, die kannst du so kaufen. Haben wir auch so gemacht und dann halt komplett neu aufgebaut. Ne? Sind das dann 125 Kubik pro Zylinder? Oder 232 pro Zylinder. Ach du Scheiße, das heißt, das Ding hat 700 Kubik jetzt. Genau, richtig. Das heißt, 700 Kubik Zweitakt reden wir am Ende von 200 PS? Weit über. Also wir haben die ersten Entwicklungen auf einem Zylinder gemacht. Die macht ja dann so um die 70 PS.
Und dann haben wir die ganzen Erfahrungswerte wie Vergaser, Zündung und Auspuffanlagen, die wir darauf entwickelt haben, mal 3 produziert und dann kannst du das ungefähr per Daumen ausrechnen. Und jetzt erstmal gleich ganz am Anfang, warum diese Konstruktion so wie es hier ist? Also warum Zweitakt? Warum nicht einfach irgendeinen 1000 Kubikmeter Metrolader? Ja, richtig. Also wir sind ja, wie gesagt, mit dem Zweitaktkran groß geworden und ich habe gesagt, solange wie es geht, leistungsmäßig, möchte ich im Zweitakt die teuer haben. Und da sind wir jetzt so ziemlich, also danach würde nur noch ein 1200 Kubik Motor kommen, aber inwieweit sich das rechnet oder inwieweit das umsetzbar ist, weiß ich nicht. Gibt es 1200 Kubik Zweitakt? Ja, in Jetskis von Kawasaki. Die machen Stock, machen die knapp über 200 PS, ohne irgendwelche was zu bearbeiten oder dergleichen. Krass. Ja. Gewicht? Ist so ein Motor leichter als ein 1000 Kubik Viertaktmotor? Ja, deutlich. Du hast ja keinen Zylinderkopf, keine Ventile, kein gar nichts. Ne? Weil er ja immer noch schon jetzt mittlerweile auch ziemlich groß aussieht. Mhm. So. Aber ist erstmal leichter. Wenn du den wirklich auf dem Tisch hast, ist der sehr, sehr kompakt. Und man kann jeden Zylinder ganz einfach selber bestellen. Richtig, ne? genau. Ja, Wahnsinn. Okay, das heißt über 200 PS. Genau. Was ich immer krass finde, ist, wenn so ein Zweitaktmotor Volumen kriegt, wie groß diese Auspuffanlagen werden. Ja, die werden ganz groß, genau. Vor allem, das Ding muss ja auch klingen, also klangmäßig müsste auf jeden Fall vorne sein. Ja. Und auch hier alle drei. Ja, da haben wir einmal Ölpumpe, Wasserpumpe und. Achso, ich dachte, jetzt wäre eher so wirklich so nach dem Motto, kannst du Zylinder an- und abschalten. Nee, also pass auf. Wir haben, wenn du anschaltest, hier haben wir Launch-Control, den Launch-Start. Dann geht es per Elektro-Shifter hoch. Und wenn wir vor dem Burnout machen, haben wir einen Burnout-Limiter. Da wird die Zündkurve nochmal anders geschaltet, damit der Motor nicht ganz so belastet wird, sag ich mal. Dann haben wir halt Öl-Wasserpumpe und Zündkurven können wir nochmal switchen. Je nach Strecke, dass wir da verschiedene Leistungen fahren. Und das Ganze voll programmierbar in so einer Blackbox dahinter. Launch Control heißt, was macht die? Die regelt einfach nur die Drehzahl aufs Genau, Mix? Genau, richtig. Und fertig, ne? Also kurz vor Kupplung, also wir wollen ungefähr bei 9500 Umdrehungen kuppeln. Dann werde ich die so einstellen, dass die bei 9000 hängen bleibt, stehen bleibt. Und wenn wir den Knopf loslassen, ist dann gute Nacht angesagt. Aber die Kupplung ist ganz normal per Hand, ja? Nein, ist eine Rutschkupplung, ist eine Slider-Clutch. Das ist die Slider-Clutch. Ah, okay, ja, hier sieht man es, krass. Das ist Hayabusa Amerika. Die ist von MTC und da machst du dann verschiedene Charakteristiken, kannst du über die Hebelgewichte einstellen und über die Federkräfte. Aber das heißt, die kuppelt dann bei 9,5 ein? Genau. Und bis 9,5 macht die aber gar nichts? Gar nichts. Also man kann da nicht mal so ein bisschen nach vorne rollen und kannst wirklich nur schieben? Gibt nur 0 oder 1. Genau, 0 oder 1, genau. Und wenn du dann schaltest, dann schaltest du im Millisekundenbereich. Wir haben jetzt auf 40 Millisekunden das Getriebe getaktet. Du hast da kaum Drehzahlabfall oder dergleichen. Ne? Also das heißt, Getriebe ist klauen geschaltet und kannst die Gänge einfach so genau, in der kurzen Unterbrechung durchziehen. Genau, es geht hoch und Feierabend. Und ihr werdet ja mit Sicherheit auch mal getestet haben, mit der Hand eine Kupplung kriegt man nicht so gut hin wie so eine Fliehkraftkupplung. Nee, die Handkupplung, die haben wir auf dem Einzylinder gehabt, aber das ist beim Zweitakter, nee, also funktioniert nicht so wirklich. Aber macht die wirklich so ruckartig zu oder wie lange braucht die zwischen Einkuppeln und zu sein? Hat die so einen Schleifmoment, wie die sich einschleift? Das kannst du einstellen, die Erfahrungswerte haben wir noch nicht, aber erfahrungsgemäß knallt das nur, dann ist Feierabend. Das knallt nur mit einem und dann ist knallt so und das Feierabend kenne ich. Das ist einfach alles ab immer dann. Ne? Ja, wir vermuten, dass das Getriebe irgendwo ein Schwachpunkt ist, weil die Schläge, gerade vom Zweitakter, der entwickelt die Leistung ja unten rum ziemlich krass, dass das wirklich der springende Punkt sein wird. Ne? Genau. Und wenn wir im Ziel sind, dann öffnet die halt, wenn die Drehzahl wieder runtergeht, dann ziehen wir nur den Bremsfallschirm hinten und dann ist Feierabend. Genau. Und sonst so, kann man aber den ganzen Motor lassen, wie er ist, oder ist der ganze Motor auch umgebaut? Der ist komplett anders gemacht. Also andere Pleuter drin, andere Kolben. Mhm. Der Jürgen Runge, der hat die Kolben beschichtet. Mit dem stehe ich im Regenkontakt. Kurbelwelle kann man original lassen? Die kannst du original lassen. Die sind halt anders gelagert. Ne? Was hat so ein Snowmobile-Motor, Serie? Der, so wie er ist, 145 PS. Mhm. Aber kleine Vergaser drauf, 3-in-1 Auspuffanlage, keine gute Zündung und diese ganzen Späße. Und nicht bearbeitet und Kanallayout. Vor allem Snowmobile hat ja auch nicht so einen Auspuff dran. Richtig, richtig. Der Auspuff beim Snowmobile, der geht von 3-in-1. Der klaut richtig Leistung. Deswegen alleine schon die Auspuffanlagen, dass die alleine einzeln geführt sind, ist schon. Das heißt, eigentlich redet man hier wahrscheinlich wirklich eher, dass es in Richtung 250 oder so geht, ne? 240. Ja. Also wenn ein Zylinder 70 PS macht, kannst du mal 3 rechnen. Und die Dreizylinder-Jungs aus der Zweitaktszene sagen, man kann ungefähr 14% oben drauf addieren und dann kommst du auf 240 PS. Ach krass, weil drei Einzelne haben zusammen sogar mehr als. Genau, die treiben sich untereinander dezent an, sag ich mal. Ah, ja. Ist auch mal, das sind die Erfahrungswerte. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Weil meistens geht man ja dann eher von Verlusten aus. Richtig, aber da ist es anscheinend mehr. Genau. Also noch einen vierten anflanschieren. Nee. Gibt Jungs, die das gemacht haben, aber ich glaube wirklich, wenn
damit Feierabend ist, wenn da irgendwann langweilig wird, in Anführungsstrichen, ist dann wirklich nur noch der Weg über Turbo und Hayabusa. Und Getriebe Hayabusa erstmal original gelassen. Genau, richtig. Wir mussten das Gehäuse nochmal anpassen, weil das Ganze zu groß ist für den Motor. Und da haben wir eigentlich ja, einen Tag viel mit der Flex gearbeitet. Erstmal grob reingehackt und ja. Bis wir dann auf die Fräse konnten und uns Planflächen gezogen haben, dass wir alles hier vernünftig fräsen und machen und tun können. Und so Auspuffanlage und so auch alles selber gebaut? Alles selber. Also das Layout hat der Kollege gemacht, unser Hauptsponsor von diesem Jahr, der Endperformance. Der hat mir dann die ganzen Bleche gelasert. Also wir haben auch einen Sponsor für Wasserschallschneiden. Ja, und wir sind dann dahergegangen zu Hause, haben das Ding dann individuell am Fahrzeug verlegt. Ne? Genau. Was wiegt das Ding so, wie es hier hängt? 128. Und das wahrscheinlich eher so 40 oder so, ne? Ja, den kannst du verbrauchen. Aber klar, 128, wenn ich mir überlege, so diese Dragbikes, die werden wahrscheinlich alle eher in Richtung 180, 200 wiegen oder so, ne? Um die 300 teilweise. 300? Turbo, das ist ja alles riesig schwer. Wenn die fahren ja Turbo, Lachgas und dann ein riesen Plenum oben drauf und. Also, die sind schweineschwer, die Jungs. Das soll jetzt aber Viertelmeile fahren? Oder? Genau, Viertelmeile. Das ist für die richtig super Competition Bike im DMSB gedacht. Das heißt, was denkt ihr, was er da für Zeit braucht? Wir peilen die 8,5 an, mit mir drauf. Mit mir als schweren Fahrer. Und ein guter Freund aus Amerika, der den Weltrekord hält auf dem Zweitakter, der sagt, mit einem leichten Fahrer ohne weiteres unter 8. Ohne Probleme. Wenn die Track Conditions und alles gut ist, dann unter 8. Wie viel macht da Fahrergewicht wirklich da nochmal so viel aus? Ja, klar, gerade unten raus. Ne? Aber klar, muss man natürlich auch die Eier haben, so Ding überhaupt erstmal zu fahren. Genau. Ich bin gespannt. Weil für eine 8,5 wird das Ding ja im Ziel auch irgendwie 250, 270 oder so fahren? 275. Ja, roundabout. Wie ist das mit Thema Kette? Ist aber kein Problem. Nee, das ist eine spezielle Drag Race Kette. Die ist schon verstärkt und größer. Da ist eine 530er Kette drauf. Ja. Und ja, wie gesagt, das geht hinten aufs Alu-Kettenblatt. Was dann alles vernünftig auch mit Alu-Motor ist und verzwirbelt ist. Warum ein Alu-Kettenrad? Das ist leichter, das ist rotierende Masse. Aber das kann das, ohne dass die ja, Zähne das macht. Die großen Jungs, die fahren die auch, die Kettenräder. Ach, krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass das... Nee, hab ich auch gedacht. Aber die großen Hayabusa-Jungs, die fahren die 6800 PS mit Alu-Kettenrädern. Fahren die mittlerweile 6800 PS ja. Mit der Hayabusa? Ja, klar. Das sind richtig kranke Jungs. Da hinten in der anderen Halle steht von Gerd Habermann Funny Bike. Das soll 650, 700 haben. Das hat dann halt, also hier sehe ich es ja noch ein, das hat schon noch was mit Motorrad zu tun. Richtig. Irgendwie. Aber das ist ja dann voll verkleidet und du kannst das Ding ja kaum noch bewegen und so weiter. Ne? Aber wie fährt sowas mit dem eckigen Reifen? Entspannt eigentlich. Also wenn du es auf dem Boden stellst, dann steht es von alleine. Aber wenn du jetzt ganz normal das Motorradfahren gewohnt bist und lenkst, lenkt das Ding überhaupt noch? Nö, du fährst nur noch geradeaus. Das ist nur für geradeaus. Du hast nicht viel Lenkwinkel, hast du nicht. Okay, das heißt, wenn du hinten ausgerollt bist, muss sich theoretisch auch dann einer zurückschleppen. Ganz genau, weil die Kupplung, die trennt ja nur, dann bin ich im vierten, fünften, sechsten Gang irgendwo, dann ist die Kupplung offen und dann warte ich auf den Kollegen hier, der mich da hinten mit dem Kinderquad wieder rauszieht. Also. Welcher Sprit? Q16 von VP, steht da vorne auch. Ah. Das wäre jetzt nämlich gerade die Frage gewesen. Sprit ist ja beim Zweitakt da auch noch so eine nicht ganz so erforschte Sache, sage ich jetzt mal. Genau. Der ist stark mit Sauerstoff angereichert. Und die Vergaser, die wurden speziell darauf gemacht. Wo geht man dann verdichtungsmäßig hin, wenn man so einen Sprit auf dem Zweitakter fährt? 16.1. 16.1, das ist so viel. Der ist jetzt so human verdichtet, um das Fahren erstmal damit zu lernen, weil es ein komplett neues Fahrzeug. Und Quetschkante ist dabei 1,3 mm. Wir können runter bis auf 0,7, 0,8 können wir ohne weiteres runter. Und das schafft noch ein Elektrostarter oder wie startet Nein, man wir das haben einen externen Starter. Ah, genau. Weil 3 Zylinder mit 16:1 Nein, das ist ein externer Starter. Ja, das ist ein externer. Kickstarter. So ein bisschen was machen für das kriegst du nicht hin fürs Bein. Das ist ja schon mit einem Einzylinder, so Einzylinder 300 Kubik oder so, musst du ja schnell reinkicken, das Ding wird ja im Kickstarter niemals hinkriegen. Passt, okay. Hinten starr, gar keine Federung, ne? Nee, hinten ist alles starr. Und vorne ist halt nur die Minimalfederung drin, die vom Reglement her vorgegeben ist. Ah, die ist vorgeschrieben, ja, 25 mm. Aber noch lief das Ding gar nicht. Nein, also das ist ein nagelneues Bike jetzt. Das heißt, nächstes Jahr, erste Saison, muss losgehen. Genau, richtig, richtig. Wenn wir jetzt umgezogen sind in eine neue Halle mit Leistungsprüfstand, mit allem, dann werden wir das Ding mal so ein bisschen auf Herz und Nieren testen. Auf dem Prüfstand wiederum ist eine manuelle Handklatsch ist da drin. Mhm. Muss ich sagen, weil du kannst auf dem Prüfstand, funktioniert nicht. Ja, sind wir uns einig. Also. Musst du dann aber umbauen für oder geht's? Ja, du, also du machst die Kupplung komplett drauf, die Kupplungsdruckstange, die dann an der Seite wieder rauskommt und dann hast du dann. Ich hätte gerade die Überlegung, ob man vielleicht irgendwas bauen kann, dass. Wenn du voll durchziehst und sie einmal eingekuppelt ist, sie eher eingekuppelt bleibt, gibt es. Dass du hier zurückfahren kannst. Ja, aber das ist ja bei den Drehzahlen, du willst ja nicht mit 9000 wieder zurückfahren.
Ja. Das ist ja Mord und Totschlag, sag ich mal. Und hast halt dann aber auch den Nachteil, falls doch mal was blockiert und kaputt geht, ne? Dann ist es gekuppelt. Ja. Genau. Und da geht es dann halt auf, wenn er so weit auf dem Hahn runter geht. Genau. Okay, und das heißt Zylinder auch so mit Steuerzeiten alles von euch gemacht? Genau, richtig. Boah. Gibt's nicht mehr viele, die das machen mit dem Zweitakt da in Deutschland. Genau. Wir haben auch unerwartet viel Resonanz hier auf der Messe. Mhm. Unerwartet, ganz unerwartet. Und aber die können das Ding ja alle noch nicht mehr hören. Stell dir mal vor, du willst das Ding hier drin richtig anreißen. Wir wollen den kleinen, wollen wir morgen vielleicht, wenn wir eine Genehmigung kriegen, wollen wir den mal anreißen. Ich würde es einfach machen. Früher war das gang und gäbe. Das war auch tatsächlich hier die Halle und wir hatten unseren ersten Stand ziemlich genau da. Also, zweimal war das sogar hier sogar auf der Fläche noch. Also cool. die bevor das Messegelände umgebaut hinten, die Halle 6 war ursprünglich die Halle 2 hier. Okay. Da war das hier die noch so die Haupthalle. Da war okay. Das die Haupthalle. Und dann haben sie nach dahin das Messegelände neu gemacht und deswegen ist da dementsprechend alles mehr. Ja, okay. Verstehe. Wobei ich finde, dass Oldtimer-mäßig ein bisschen weniger ist dieses Jahr. Ja. Wird immer weniger. So, also Oldtimer war eigentlich stark die letzten Jahre und dieses Mal ist das Gefühl, muss ich sagen, macht man weniger. Deswegen finde ich gerade cool, dass sowas auch mal hier ist. Ja. Das ist mal eine Abwechslung, ne? Weil Tuning ist Tuning, ne? Genau, welches Tuning richtig ist dann auch egal. Richtig. Ja. Mega. Kann es sein, dass der Reifen irgendwann hinten zu schmal ist? Weil ich finde den noch relativ schmal. Ja, obwohl die Jungs bei uns aus der Rennklasse, wo wir fahren in dieser Super Competition Bike Klasse im DMSB, die sagen, die fahren die Harleys mit 400 PS mit diesem Reifen. Mhm. Die sagen, das sollte für dich locker reichen. Okay, ich lass mich gerne eines Besseren belehren, keine Frage. Ne? Klar, da ist die schön leicht, das brauchst du theoretisch nicht so einen breiten Reifen, aber obwohl, weil jetzt muss man ein bisschen verbreitern. Ne? Obwohl wir sind früher auf dem ersten Dreizylinder, das ist ja der zweite Dreizylinder, den wir gebaut haben. Da sind wir so einen breiten Reifen gefahren, aber halt entsprechend kleiner und der hat sich am Start nur eingegraben. Und hier hast du halt den Abholumfang mit der Fläche, wo das wieder funktionieren könnte. Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Eine Frage, Wheelie Bar. Ja. Wie stellt man die ein? Nach Höhe, nach Strecke. Nach Höhe der Strecke? Ja, nach Höhe, also wie die Strecke ist. Wenn die Strecke jetzt extrem buckelig ist, musst du die halt höher stellen. Setzt du im Lauf immer wieder mal auf. Mhm. Das musst du halt rausfinden. Okay, jetzt muss man schon ständig dann umstellen. Ja, also ein Großteil. Weil man sieht ganz oft bei den amerikanischen Dragstern, da ist dann kurz vorm Start, geht immer hinten nochmal einer an die Wheelie Bar ran und so weiter. Wo ich mir denke, die ist ja schon eine Million Mal gefahren, eine Strecke. Also die Vogel da jedes Mal dann umgefühlt. Die machen Kreide auf die Rollen, die Jungs, damit die sehen, wie lange das Ding aufsetzt. Bei uns, wir werden belächelt, pass auf, wir werden belächelt, aber er weiß, wie lange wir hinten aufsetzen. Man kann das Ganze auch mit Sensorik machen, aber das ist, ja klar, so ist exorbitant teuer. So ist natürlich einfacher. Genau. Man braucht ja kein unnötiges Gewicht, sondern das ist ja ein visueller Effekt. Und du weißt, aha, 1, 2, 3, 4 Sekunden, dann kannst du sagen, okay, nächstes Mal ein bisschen höher oder weniger. Genau. Also, aber ihr wollt möglichst lange drauf sein oder wenig drauf sein? Von mir aus sehr lange, oder? Ja, das kommt immer auf die Strecke an. Wie wir schaffen die es, ob die gerade ist. Also es gibt Strecken, die sind richtig schön gerade, aber dann hast du Strecken, die sind ja hubbelig. Mhm. Und dann, wenn er Pech hat, dann kann er auch teilweise, wenn die zu tief ist, kann er auch Grip verlieren. Mhm. Dass er einen dann aushebelt und das Rad schon fast in der Luft steht. Und das ganze Geheimnis ist, also ich muss, wenn das Ding vorne hochgeht, muss ich ja irgendwie lenken können damit. Mhm. Ich kann mit dem Körpergewicht komplett lenken in alle Richtungen. Also wenn wir vorne aufsetzen, können wir mit dem Körpergewicht komplett lenken. Also wir haben da komplette Möglichkeiten, um in alle Richtungen irgendwo dann zu korrigieren und zu lenken in dem Sinne. Und wodurch kommt die Nullstellung am Ende wieder zustande? Dass der so geil zurückfluppt in die Stellung? Der bleibt so. Der ist im Prinzip starr und ich möchte nur lenken mit dem Körper. Also der Rahmen gibt schon quasi die Richtung vor. Also der ist ja, die Wheelie Bar ist gerade gebaut und das geht ja, wie man sieht, auch selber zurück in die Position. Ach okay, ich verstehe. Einfach weil es geometrisch da genau wieder zurück will. Ich hätte niemals gedacht, dass es mit Alu geht. Ich hätte gedacht, hier so, weißt du, da legst du einmal richtig eine hin und knack. Knack ist einfach weg. Die ist sogar noch zu steif, nach meinem Empfinden. Müsste noch ein bisschen mehr arbeiten. Ja. Ne? Also von dem ersten Dreizylinder, den wir hatten, da war die Wheelie Bar so geil gemacht, in Anführungsstrichen. Du konntest sie nach jedem Lauf richten und wieder gerade biegen. Das war aber meine Versicherung. Ich habe mich da mega wohl drauf gefühlt. Ne? Ja. Geil. Okay. Welches Steuergerät? Sealtronic. Und wir haben aber die Option, wenn wir irgendwann auf Einspritzung umbauen wollen, Holtech oder Max ECU, können wir also ohne weiteres darauf adaptieren.
ist ein Punkt, dass man selbst vom Zweitakter lieber auf Einspritzung gehen würde. Wäre der nächste Step. Wollten wir jetzt am Anfang nicht machen, weil das wäre eine zu große Baustelle geworden. Also ja. Erstmal fahren. Macht man das dann in den Vergaser rein oder auch eher irgendwo hier in den Einspritzkanal? Nein, also die Vergaser kommen komplett runter und dann kommen gesonderte andere Throttle Bodies drauf. Okay. Also die dann halt angesteuert werden mit Position-Sensor. Aber die Einspritzdüse ist dann auch in der Drosselklappe quasi. Genau, richtig, nicht richtig. Irgendwie, dass man schon hinter vor die Membran geht oder so. Nee, das ist an der Body schon mit drin, im Throttle Body, genau. Ja, cool. Ja, am liebsten würde ich das Ding jetzt hören. Das geht hier natürlich nicht. Vielleicht später mal irgendwann. Genau, aber jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Technik erklärt. Ihr müsst auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn das Ding fahrbereit ist. Sehr gerne. Und dann treffen wir uns irgendwo und gucken mal, was so geht. Weil das will ich klangmäßig auf jeden Fall nochmal erleben. Das ist ein Highlight, auf jeden Fall. Gerade aus dem Drag Race, ne? Ja. Wo von weiter weg würdest du ja eher denken, da fährt jetzt ein kleiner Roller erstmal. Nee, aber gar nicht. Bis du dann aufreißt und hörst, oh, das ist doch irgendwie so. Also anderes, Mord und Totschlag, sag ich immer. Also. 9,5 einkuppeln, wie hoch dreht das Ding dann? 10, 10, ja, 11? Oder? 11, 12, oben raus, denke ich mal schon. Also ich vermute, dass wir auch nur die ersten 4 Gänge brauchen auf der Viertelmeile. Und dann drehst du halt natürlich in den Überhang irgendwo rein. Und dann werden wir auf 11, 12, denke ich mal, irgendwo schon. Hat aber theoretisch 6 Gänge. Oder 5? 6 Gänge, genau. Ist ein 6 Gang getrieben. Ja. Ich würde sagen, so viel zum Thema Essen Motorshow. Mal wieder richtig Tuning hier gezeigt. Kleines, kurzes Video. Danke euch fürs Vorstellen. Danke fürs Ich darf für weiterhin viel Erfolg, weiterhin am Ball bleiben. Ich find's geil, weil genau solche bekloppten Jungs brauchen wir. Viel Spaß auf der Messe. Auf jeden Fall. Ciao.